Servus und hallo, mein Name ist Roland Elias und herzlich willkommen zu Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Heute mit der Frage, wie besteuert man eigentlich die Einnahmen aus Uber? Vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Uber ist in Deutschland hoch umstritten. Es gab schon mehrere Gerichtsverfahren zwischen Uber und der Genossenschaften, also der Taxigenossenschaften, was dazu geführt hat, dass es auch hier sehr viele Strafzahlungen gab und natürlich auch jetzt es soweit ist, dass auch die Fahrer für Uber, also sozusagen die Uber-Fahrer, ganz einfach hier Strafzahlungen leisten müssen, wenn sie erwischt werden. Das ist natürlich für das Unternehmen nicht sehr schön, vor allem auch für die Taxifahrer in Deutschland bzw. für die Taxinutzer in Deutschland, weil natürlich hierdurch ein gewisses Preisgefüge ganz einfach nicht mehr gegeben ist, denn die Taxilizenzen sind ja sehr strikt geregelt in vielen Gemeinden Deutschlands. Aber wie gesagt, vorsichtig sein, wenn du als Uber-Fahrer aktiv wirst. Hier lieber vorher nochmal einen Rechtsanwalt konsultieren und fragen, wie ist eigentlich die rechtliche Situation in deiner Gemeinde? Vorab natürlich wie immer die Grundlagen. Du zahlst natürlich in Deutschland nur Steuern, wenn dein zu versteuerndes Einkommen am Ende des Jahres über 9.000 Euro ist. Denn das ist der Grundfreibetrag im Jahr 2018 in Deutschland. Wenn du Einkünfte erwirtschaftet hast, die sozusagen über diesen Grundfreibetrag gehen, dann musst du natürlich diese besteuern. Jetzt hängt es natürlich davon ab, ob du Arbeitnehmer bist und nebenbei ein bisschen Uber fährst oder ob du Gewerbetreibende bist und schon ein Unternehmen hast. Wenn du Arbeitnehmer bist, der bisher noch nicht steuerlich in Erscheinung getreten ist, dann kannst du grundsätzlich hier, wenn du nur unregelmäßig ganz einfach für Uber fährst, ganz einfach das Ganze privat abwickeln. Und zwar als Leistungen nach § 22 Nummer 3. In diesem Zusammenhang, wenn du hin und wieder nur Uber fährst, bist du wie gesagt kein Gewerbetreibender, da du die Voraussetzungen noch nicht erfüllst. Hier gibt es eine Freigrenze und zwar von 256 Euro Überschuss pro Jahr. Da ist es jedoch so, wenn diese Freigrenze überschritten wurde, dann fällt diese weg und es wird der volle Betrag besteuert. Willst du hingegen ganz einfach etwas aktiver werden und sagen wir wirklich 6-7 Tage die Woche Uber fahren, dann ist die Situation so, dass du auch Gewerbetreibender wirst. Denn du wirst zum einen selbstständig, nachhaltig, mit Gewinnerzielungsabsicht und nimmst natürlich am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil. Diese Folge bedeutet, dass du Gewerbetreibender bist und auch ein Gewerbe bei deiner Gemeinde anmelden musst. Die Anmeldung kostet dich zwischen 20 und 50 Euro. Das ist ein kleiner Fragebogen und in der Folge musst du dann noch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Wenn du das dann alles ausgefüllt hast, dann kannst du im Grunde loslegen. Wobei, du kannst auch schon davor loslegen, bloß dann fehlen dir halt gewisse Voraussetzungen, weil du zum Beispiel noch keine Steuernummer hast. Jetzt ist es so, dass auch wenn du einen Überschuss erwirtschaftest, dieser noch steuerfrei ist, wenn der Härteausgleich von 410 bzw. mit Abschmelzung bis 820 Euro nicht überschritten wurde. Dann aber jetzt mal ganz klar zu den Fakten. Welche Steuern musst du zahlen? Es gibt hier auch wiederum zwei Steuern, die im Grunde für dich anfallen, beziehungsweise drei, wenn du es natürlich sehr umfangreich betreibst. Als erstes natürlich die Einkommensteuer. Die Einkommensteuer ist, wie ich schon gesagt habe, mit dem Grundfreibetrag bis 9.000 Euro ganz einfach steuerfrei. Das heißt, deine Gewinne müssen nicht versteuert werden. Müssen nicht versteuert werden ist nicht ganz korrekt, denn es ist so, dadurch, dass du gewerblich tätig bist, begründest du eine Steuererklärungspflicht und das heißt, du musst eine Steuererklärung abgeben. Dass am Ende keine Steuer anfällt, vielleicht spielt keine Rolle. Der nächste Schritt ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen musst. Das heißt, du musst deine Betriebseinnahmen gegenüber deinen Betriebsausgaben aufstellen. Das heißt, alle Einnahmen, die du von Uber bekommst, musst du steuerlich als Einnahme erfassen. Im Gegenzug kannst du aber auch alle Rechnungen, sprich Tankrechnungen und sonstige Rechnungen, die eben im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit stehen, kannst du absetzen. Hier sind wir aber bei einem besonderen Problem. Denn es ist ja so, wenn du als Privatperson ein Auto verkaufst nach einem Jahr, ist das steuerfrei. Das Problem ist nur, wenn du jetzt Gewerbetreibender bist und natürlich dein Kfz dazu nutzt, dass du damit die Fahrgäste fährst, dann wird dieses Kfz Betriebsvermögen und dementsprechend
kannst du es nach einem Jahr nicht mehr steuerfrei veräußern. Die Vorteile auf der anderen Seite sind, du hast natürlich die Abschreibung, den Vorsteuerabzug beim Einkauf, dann natürlich die Tankrechnungen laufen, kannst du von der Steuer absetzen, Versicherungen, Kfz-Steuer, aber natürlich auf der anderen Seite auch alle Reparaturkosten, die für dieses Kfz anfallen. Im Gegenzug musst du dann leider auch, wenn du das Kfz privat nutzt, ganz einfach hier eine fiktive Betriebseinnahme, nämlich die unentgeltliche Wertabgabe, besteuern. Jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, in Deutschland nur der Gewinn steuerpflichtig ist. Gewinn bedeutet, wie gesagt, Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben. Wenn du diese ganz einfach gegenüberstellst, dann wirst du am Ende nur einen Gewinn haben, der am Ende dann der Steuer unterliegt, wenn der Grundfreibetrag überschritten wurde oder zum Beispiel in Kombination mit deinen anderen Einkünften. Wenn du am Ende einen Gewinn erwirtschaftest und dieser dann natürlich bei Überschreiten des Grundfreibetrags der Einkommensteuer unterliegt, dann musst du den Gewinn versteuern mit 0 bis 45% plus 5,5% Solidaritätszuschlag und wenn du in einer Kirchengemeinschaft bist, 8 oder 9% je nach Bundesland. Jetzt ist es aber mit diesen paar Steuern nicht getan, denn der Fiskus bzw. die Gemeinden wollen noch ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Hier ist es so, die Gewerbesteuer fällt in Deutschland auf Gewerbeeinkünfte an, sprich als Taxifahrer hast du diese ja. Dementsprechend musst du auch eine Gewerbesteuererklärung abgeben, in der du dann den Gewerbeertrag anmeldest. Hier ist es so, dass ab einem Gewerbeertrag von 24.500 Euro für Einzelpersonen fällt dann eine Steuerbelastung von in etwa 14% je nach Gemeinde an. Das ist natürlich schon eine Thematik, die dann auch ins Geld gehen kann. Jedoch ist das nicht ganz so schlimm, denn die Gewerbesteuer ist mit dem 3,8-fachen des Gewerbesteuermessbetrages bei der Einkommensteuer anrechenbar. Der nächste Punkt ist dann natürlich aber auch das Thema Umsatzsteuer. Wenn deine Umsätze unter 17.500 bzw. im nächsten Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro liegen, dann kannst du auf die sogenannte Kleinunternehmerregelung optieren. Jetzt ist es so, wenn deine Tätigkeit natürlich darüber hinausgeht, also der Umsatz über 17.500 Euro ist, dann musst du aufpassen, denn du musst hier 19% an Umsatzsteuer mit einkalkulieren. Das Problem in diesem Zusammenhang ist, dass Uber diese Steuerkalkulation nicht immer richtig mit angibt. Wenn du unter 17.500 Euro liegst, dann kannst du natürlich in diesem Zusammenhang die Kleinunternehmerregelung wählen. Wenn du darüber liegst, musst du ganz normal deine Umsätze besteuern und dementsprechend die Umsatzsteuer einbehalten und abführen. Aber ich möchte nochmal zum Schluss, weil natürlich viele immer sagen, wow, yay, das mache ich jetzt, nochmal kurz darauf hinweisen. Und zwar, es ist so, in Deutschland ist das sehr streng geregelt, was das Thema Lizenzen angeht. Es gibt zum Beispiel hier bei uns in Regensburg eine sehr strenge Vorgabe bezüglich der Taxikonzessionen. Das kann wirklich bedeuten, dass du hier wirklich viel Geld zahlen musst, wenn du erwischt wirst, weil es hier wirklich hohe Strafzahlungen gibt, die auf den Uber-Fahrer zukommen kann. Dann ist es, wie gesagt, so, du musst die Einkommensteuer, Gewerbesteuer zahlen und natürlich auch die Umsatzsteuer. In diesem Zusammenhang musst du aber dann ganz einfach auch aufpassen, weil dein Kfz natürlich Betriebsvermögen werden kann und sollte dieses Betriebsvermögen werden, dann kann das natürlich auch steuerlich zum Nachteil werden. Aus diesem Grund solltest du ganz einfach einen Steuerberater beauftragen und natürlich auch einen Rechtsanwalt, vor allem, weil du die rechtliche Situation in deiner Gemeinde prüfen lassen solltest und der Steuerberater ganz einfach mal schauen kann, wie oft und wie gewerblich machst du es. Vielleicht sind es am Ende nur Leistungen nach § 22 Nummer 3 und dann wärst du im Grunde im Privatvermögen und ich sage mal so, dann bist du fein raus, denn die steuerlichen Konsequenzen wie Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und natürlich auch Gewerbeanmeldung und so weiter kommen dann nicht auf dich zu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich immer über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von Steuern mit Kopf wollt, dann natürlich hier oben auf Abonnieren klicken. Ansonsten bei Fragen, Anregungen, Wünsche und Sonstiges, ab damit unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland Elias und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.